So viel zu SQL als Datenbank- oder Datenanfragesprache. Also wir wollten Anfragen stellen. Haben wir mal angenommen, die Datenbank ist schon fertig, irgendjemand hat die uns gegeben und wir sollen jetzt Dinge aus der Datenbank rausfinden. Wichtig war immer, dass man sich überlegt, was sind eigentlich die Relationen, die in der Datenbank liegen, in welchen Relationen liegen welche Informationen und die muss ich dann gegebenenfalls irgendwie verknüpfen. So ähnlich wie in der relationalen Algebra auch, wenn wir da Anfragen versucht haben zu bauen, haben wir uns ja auch als erstes immer gefragt, welche Relationen brauche ich denn? So ähnlich war das hierbei auch. Und dann hatten wir gesehen, im Prinzip, das Wichtigste ist zuerst überlegen, welche Relationen, so diesen From-Teil. Dann das Zweitwichtigste ist dann irgendwie, dass man sich überlegt, was sollte in die Ausgabe kommen. Das war so im Prinzip der Where-Teil, wo ich irgendwie eine Bedingung angebe. Und final habe ich dann noch gesagt, welche von den Spalten interessieren mich eigentlich, der Select-Teil, also die Select-Klausel. Jetzt wollen wir noch sehen, dass Datenbank-Anfragesprache SQL eigentlich auch noch viel mehr kann. Man kann auch die Datenbank damit definieren und manipulieren. Also es ist im Prinzip eine allumfassende Kommunikationsmöglichkeit für Nutzer, Nutzerinnen mit irgendwie einer Datenbank oder einem Datenbankmanagementsystem. Als Datendefinitionssprache schauen wir uns ein paar Sachen an. Was gibt es für Datentypen? Punkt 1, also so ähnlich wie wenn man mit Programmieren anfängt. Was gibt es eigentlich in der Programmiersprache für Datentypen, mit denen ich arbeiten kann? Wir wollen Domänen uns anschauen. Was ist das gleich wieder? Wir wollen die Check-Klauseln kennen, die mir helfen, Integritätsbedingungen zu überprüfen. Wenn Sie sich erinnern, hatten wir ganz am Anfang mal bei Modellierung, haben wir mal gesagt, ja, es gibt vielleicht gewisse Bedingungen der realen Welt, die ich nicht direkt ins ER-Modell schreiben kann und damit auch nicht direkt in das relationale Modell übersetzen konnte, sondern die habe ich die ganze Zeit irgendwie als natürlich sprachlichen Text stehen gehabt. Am Ende muss ich sie aber doch mal ausdrücken. Da werden wir die Check-Klauseln jetzt kennenlernen. Die Datenbank selbst irgendwie mit der umzugehen, gucken wir uns an und schauen uns auch an, wie ich solche Tabellen überhaupt definiere oder ändere und am Ende auch lösche, wenn man das will. Und als Datenmanipulation ist es manchmal auch interessant, dass man die Tupel, die drin stehen, irgendwie auch löschen kann oder eben Änderungen dran durchführen kann oder neue einfügen kann. Das wird so im Prinzip der Teil für heute sein, den wir dann am Ende damit abschließen, dass wir uns nochmal anschauen, wie ich eigentlich von einer Programmiersprache aus mit SQL spreche. Ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man das Ganze jetzt nicht immer nur auf der Kommandozeile machen will. Als Datendefinitionssprache ist es vielleicht das Ersteste oder das Ersteste, nee, das Allererste, womit man sich beschäftigt, die Frage, was gibt es denn da für Datentypen drin? Und dankenswerterweise gibt es so die wichtigsten Sachen, die man so gewöhnt ist. Von der einen oder anderen Programmiersprache gibt es auch, also sowas wie Strings, die heißen hier etwas verwirrend Character, aber man gibt an, wie lang die sind. Einmal feste Länge, dann steht hier einfach nur Character und in Klammern n. Oder wenn ich sage, bis zu einer gewissen Länge, aber darf auch kürzer sein, dann ist es Varchar, also Variable Character der Länge bis zu n. Also Zeichenketten gibt es schon mal, das ist ganz angenehm. Man darf also jetzt beispielsweise Personennamen oder sowas da eintragen, ganz nützlich. Zahlen gibt es in allen möglichen Formaten, so das, was man immer wieder braucht, sind Int-Werte oder kleinere Int-Werte, Small Ints oder irgendwelche Dezimalzahlen in verschiedenen Variationen, Real und Float und Double und so gibt es auch. All das, was man so aus den meisten Programmiersprachen kennt. Bitstrings gibt es, manchmal ganz nützlich, wenn man einfach irgendwelche Bitfolgen ablegen will. Das, was vielleicht heutzutage oft wichtig ist, sind sogenannte Blobs, Binary Large Objects. Da kann ich also irgendwas reinpacken, bis zu 4 GB groß. Und muss mich jetzt nicht darum kümmern, ob das eigentlich ein Bild, ein Video, ein langer Text oder sonst was war. Ich sage einfach Blob. Und Maximalgröße 4 GB reicht nicht für alles, aber für viele Sachen dann tatsächlich aus. Weil in Datenbanken oft irgendwas mit Datumsangaben oder Zeitangaben vorkommt und man da irgendwas überprüfen will, Einstellungsdaten oder was weiß ich, Bibliotheken, Entleihdatum, Rückgabedatum oder sowas, gibt es das auch schon als voreingestellte Datentypen Date und Time. Bei Date ist also die Standardannahme, dass das dieses umgekehrte Format ist, also Jahr, Monat, Tag. Bei Time dann Stunde, Minute, Sekunde, richtig rum, aber wenn man die zusammenhängt, ist es halt sozusagen von Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde runtergezählt. Also Date und Time zusammen geht dann sozusagen absteigend. Time Zone kann man mit angeben, wenn man so sagt, relativ zu Greenwich, wie viel plus oder minus. Und Timestamp ist dann schon mal häufig ganz angenehm, da hat man direkt ein Datum mit einer Tageszeit zusammen. Manchmal braucht man sowas wie Zeitintervalle, das kann ich direkt als Intervall schon mit als integrierten Datentyp annehmen in SQL.
und damit eigentlich auch in allen gängigen Datenbankmanagementsystemen, die es so gibt. Darüber hinaus gibt es manchmal noch ein paar andere Sachen, aber das sind so die Standarddatentypen, die es gibt. Ein bisschen mehr als in mancher Programmiersprache, gerade so diese Datums- und Zeitgeschichten, aber die braucht man halt in Datenbanken sehr oft. Und das Vehikel, womit man eigentlich irgendwie alles in eine Datenbank reinkriegt, sind dann am Ende diese Blobs. Also wenn ich sage, irgendwie habe ich jetzt nicht nur kurze Strings, sowas wie Personennamen oder so, sondern vielleicht lange Texte oder so und will die aus irgendeinem Grund, warum auch immer, in die Datenbank legen, dann mache ich das mit einem Blob. Wenn ich zu viele Blobs habe, ist das aber vielleicht ein Zeichen dafür, dass vielleicht eine relationale Datenbank am Ende doch nicht das Ding ist, was ich eigentlich benutzen wollte. Aber manchmal irgendwie zu einer Person noch ein Passbild abzulegen oder so, das würde man über ein paar Blob in dem Fall machen. Daneben kann ich noch Domänen selber erzeugen, zumindest in den meisten Datenbankmanagementsystemen. In MySQL geht das, glaube ich, nicht. Aber in den meisten kann ich auch sowas Eigenes erzeugen, dass ich sage, ja, ich möchte irgendwie ein Ding erzeugen, das benutzt vielleicht, verschachtelt das irgendwelche Datentypen, die es schon gibt, oder ich habe sowas wie eine Nummer und einen String zusammen oder so. Oder ich möchte einfach irgendwas benennen und sagen, eine Adresse bei mir ist halt 35 Zeichen lang oder sowas, weil das für die meisten Orts- und oder Straßenangaben in Deutschland reichen sollte. Wenn ich so eine Domäne erzeuge, kann ich noch Standardwerte angeben. Ich kann sagen, ob es null sein darf oder nicht. Und ich kann Bedingungen überprüfen, also mit dieser Domäne irgendwie Sachen verbinden, die immer mal überprüft werden sollen. Im Prinzip kann ich das Deklarieren von so einer Domäne damit vergleichen, dass ich irgendwie neue Typen in einer einer Programmiersprache auch einfach erzeugen könnte. Also so ähnlich ist das in einer SQL als Datendefinitionssprache dann auch. Ich könnte theoretisch auch Create-Table-Anweisungen benutzen, kommen wir dann später nochmal dazu, wenn wir, also ich könnte die Domänen in Create-Table-Anweisungen gebrauchen, deswegen brauche ich die manchmal zum Definieren, ansonsten sind die halt einfach so, wozu brauche ich es, wenn ich sie nicht irgendwo benutze, also beispielsweise, wenn ich eine neue Tabelle, eine neue Relation erzeuge, kann ich sagen, da soll eine Adresse hin und eine Adresse ist ein Zeichen, String der Länge maximal 35 oder so, und dann muss ich das nicht als Varchar 35 angeben, sondern kann ich sagen, vorher habe ich die Domäne Adresse deklariert und dann kann ich sagen, okay, das ist eine Adresse vom Typ Adresse. Beispiel, also sowas wie, ich erzeuge eine Domäne Address oder Adresse, wenn ich es auf Deutsch machen will und sage dann maximal 35 Zeichen und auch immer 35 Zeichen lang, darf 0 sein. Also es kann sein, dass ich für jemanden die Adresse nicht kenne. Oder ich habe sowas wie eine Domäne Stadtstaaten, also Bundesländer in Deutschland, die Stadtstaaten sind, kann bis zu 10 Zeichen lang sein, Standardwert Berlin. Wenn ich es nicht weiß und jemand ist einem Stadtstaat zugeordnet, dann halt Berlin aus irgendwelchen Gründen. Also ich kann solche Standardwerte ansetzen, muss ich aber nicht. In so einer Check-Klausel würde ich dann immer überprüfen, wenn ich so eine Domäne erzeuge, ob irgendwas, also wenn ich nicht die Domäne erzeuge, sondern wenn ich einen Wert einem Attribut zuweise, das vom Typ dieser Domäne ist, kann ich in der Check-Klausel sagen, bitte überprüfe, ob irgendeine Bedingung gilt, wenn ich einen Wert zuweisen möchte. Also im Prinzip lokale Integritätsbedingungen an der Stelle. Lokal, also entweder für einen einzelnen Attributwert oder lokal in einer Relation. Das hatten wir immer mit lokalen Integritätsbedingungen gemeint. Globale Integritätsbedingungen waren welche zwischen Tabellen, wo man zum Beispiel Schlüssel-Fremdschlüssel-Beziehungen überprüfen und damit sicherstellen, dass bestimmte Sachen immer vorhanden sein müssen, wenn ich irgendwo einen Tupel erzeuge. Also zum Beispiel könnte ich sowas machen wie, wenn ich Stadtstaaten erzeuge und sage, eigentlich gibt es die nur in Deutschland und zwar 3 Stück, vielleicht gibt es mittlerweile mehr, aber wahrscheinlich sind es immer noch 3. Jedes Mal, wenn ich irgendwie diesen Stadtstaatenwert für irgendeinen Tupel belegen will, in dem das die Domäne eines Attributs ist, dann überprüfe bitte, ob es Berlin, Hamburg oder Bremen ist, was ich da angebe. Ansonsten ablehnen. Also wenn der Wert nicht einer dieser 3 ist, dann geht es halt nicht. Oder aus irgendeinem Grund, wenn ich sage, ich habe sowas wie Personenalter als Domäne, ich will halt nur Personen in die Datenbank legen, die zwischen 18 und 27 alt sind, aus irgendwelchen Gründen. Dann kann ich das überprüfen. Wann immer ich da ein Alter angebe, checkt das dann, ob das stimmt. Oder irgendeine Dauer von irgendwas gebe ich an, Klausuren oder so, mindestens 3 Stunden. Wird hier bei der Klausur nicht so sein, falls Sie das gerade fragen wollen. Nee. Was für eine Frage haben Sie?
Default ist, wenn ich nichts angebe und einen Tupel erzeuge und zum Beispiel, was weiß ich, ich habe einen Tupel und da sind jetzt nur, nicht ein Tupel, ich habe eine Tabelle, da will ich Leute eintragen, die aus Stadtstaaten kommen und ich gebe jetzt keinen Stadtstaat an. Ich erzeuge einen Tupel, Thomas Müller oder so, und lasse aber Stadtstaat frei als Attribut, dann wird da standardmäßig Berlin einfach eingefügt, so dass ich keinen Nullwert habe. Also wenn ich das freilasse und vermeiden möchte, dass da Nullwerte eingetragen werden, gebe ich einen Defaultwert an. Manchmal nützlich. Wir gucken uns nachher mal ein etwas konstruiertes Beispiel an, wo ich so einen Defaultwert dann tatsächlich mal nützlich benutze. Um auf die Klausur zurückzukommen, wird wahrscheinlich nicht 3 Stunden oder länger dauern. Ich gehe davon aus, dass es 1 Stunde dauert. Okay. Ich kann in der Check-Klausel auch Select from Verb-Blöcke benutzen. Noch eine Frage? Ja, das wäre natürlich ein bisschen Quatsch, wenn ich sage, ich gebe einen Default-Wert an und der ist dann in der Check-Klausel nicht mit drin. Also wenn ich zum Beispiel hier sage, Default ist Berlin, also nochmal zurück, Default ist Berlin, überprüfe, ob es Hamburg oder Bremen ist und ich füge jetzt einen Tupel ein, wo ich nichts angegeben habe, wird also als Default Berlin gemacht, kriege ich Fehlermeldung zurück. Je nachdem, wie hart diese Check-Klauseln dann ausgewertet werden, müssen wir uns später nochmal drüber unterhalten, was passiert. Wenn ich so eine Check-Klausel verletze, kann ich dann halt gar nichts einfügen, wo ich diesen Stadtstaat nicht angebe. Würde also keinen Sinn machen, jetzt diesen Default-Wert in der Check-Klausel außen vor zu lassen. Nee, wenn ich keinen Default-Wert angebe, dann gibt es halt keinen. Wenn ich dann den Wert nicht angebe, ist dann null. Null ist immer so der Standard. Ja. Frage? Das sind für andere hier. Also es sind einfach andere Check-Sachen. Angenommen, ich hätte sowas wie Personenalter als Domäne oder Dauer als Domäne oder so. Aber warum steht da oben Value als Platzhalter für die Ausprägung? Achso, hier Value in. Na, weil ich hier überprüfe, ob es einer dieser drei ist und hier frage ich einfach nur, liegt es zwischen irgendwas? Hier hätte ich auch Value in 18, 19, 20, 21, 22, ist halt aufwendiger aufzuzählen oder hier irgendwas größer zu prüfen und es ist nicht unbeschränkt, frage ich halt einfach größer. Ja, dann kann ich halt nur Berliner eingeben. Okay, ich kann auch sowas machen, also tatsächlich irgendeinen, das ist jetzt, wenn Sie es genau angucken, auch nicht so richtig sinnvoll, aber ich könnte fragen, ist das durchschnittliche Alter der Reiseleiter kleiner als die Summe der Teilnehmer, die nach Paris fahren wollen, warum auch immer, aber ich kann auch sowas überprüfen, also ich kann solche Select-Sachen überprüfen. Wichtig ist hier, wenn ich so eine Gleichheit oder Ungleichheit überprüfe, muss ich sicherstellen, dass dieses Select und, diese Select from where, hier ist kein where dabei, und dieses Select from where tatsächlich nur einen einzigen Wert zurückliefern. Wenn ein Tupel zurückkommt, dann weiß ich nicht, was das hier bedeuten soll. Also ich muss immer hier dann welche angeben, wenn ich solche Ungleichheiten oder Gleichheiten überprüfe, wo tatsächlich nur ein Wert zurückkommt, jeweils. Frage? Nee, Paris ist ein Wert, deswegen habe ich das in diese Hochkommas geschrieben. Stadt ist ein Attribut. Also die Frage war, ob Paris ein Attribut ist? Nee, Paris ist eine Attributausprägung. Deswegen in diesen Hochkommas als String sozusagen. Der heißt aber hier wahrscheinlich Warschau oder so. Über die Sinnvolligkeit dieser Anfrage hier brauchen Sie nicht weiter nachzudenken. Ich habe einfach irgendwas hingeschrieben, was ein bisschen länger ist. Warum sollte ich das Alter überprüfen, ob es kleiner ist als die Anzahl der Teilnehmer? Aber manchmal fällt einem nichts ein. Okay. Datenbanken kann ich erzeugen, schließen, droppen. Also drop ist löschen. Muss man mal vorsichtig sein, wenn man irgendwie in einem SQL irgendwas mit drop hinschreibt. Manchmal wird man nicht gefragt, ob man das wirklich möchte. Und ich kann sie benutzen.
Erzeugen, schließen, benutzen sind die gutartigen Sachen. Bei droppen muss ich mir sicher sein, wenn ich das hinschreiben will. Also manchmal wird die dann einfach gelöscht. Wenn ich eine Datenbank erzeuge, was passiert dann? Naja, ich erstelle eine neue Datenbank und dann im Prinzip mit so einer Datenbank habe ich auch gleichzeitig gewisse Relationen immer dabei. Die sogenannte Data Dictionary, hat man ganz am Anfang mal irgendwann erwähnt, wo eben drin steht, weiß nicht, was für Relationen oder sowas gibt beispielsweise und was für welche Attribute welche Werte haben oder so. Das sind so Sachen, welche Attribute welche Domänen haben. Das sind so Sachen, die werden automatisch miterzeugt, wenn sie denn dann da sind. Ich kann noch sagen, ob ein Protokoll, eine Protokolldatei, ein Log angelegt werden soll für alles, was ich mit der Datenbank mache. Wir haben bis jetzt noch nicht über Transaktionen gesprochen, werden wir in diesem Kurs hier wahrscheinlich in dieser Veranstaltung auch gar nicht mehr machen. Also die Grundidee bei Datenbanken ist das sogenannte Transaktionskonzept, dass wenn ich irgendeine Veränderung durchführe, die entweder ganz oder gar nicht passiert. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte irgendwie die Gehälter von allen Mitarbeitenden erhöhen und meine Datenbank stürzt nach der Hälfte der Mitarbeiter Gehaltserhöhungen ab, dann wird gar nichts davon gemacht. Dann wird sozusagen die Datenbank in den Zustand davor zurückversetzt. Und dieses Protokollieren, das muss ich aber anschalten. Wenn ich es nicht anschalte, dann, also ich kann es auch ausschalten sozusagen, dann wird keine Protokolldatei angelegt, dann habe ich aber auch dieses Transaktionskonzept nicht, was eigentlich ein sehr mächtiges ist, sodass ich sage, eine Veränderung der Datenbank kann nur durchgeführt werden, wenn sie tatsächlich finalisiert ist, also wenn sie, während die Datenbank lief, komplett durchgelaufen ist. Wenn ich das Transaktionskonzept nicht habe, also beispielsweise indem ich keine Protokolldateien anlege oder so, kann ich zum Beispiel nicht sicherstellen, dass der Zustand, den ich sehe und den jemand anders sieht, immer derselbe ist. Könnte ja sein, dass irgendwie Netzwerkverbindungen oder so ein bisschen Probleme bereiten. Also muss man sich überlegen, ob man so eine Protokolldatei haben will oder nicht. Meistens will man sie, zumindest im Firmenkontext oder so spätestens. Eine Datenbank, wenn ich sie benutzt habe, kann ich dann wieder schließen. Die ist dann nicht weg. Ich habe nur die Verbindung geschlossen. Also ich kann mehrere Datenbanken im System haben, beispielsweise eine Mitarbeiterdatenbank, für meine Bibliothek eine Mitarbeiterdatenbank, eine Buchausleihedatenbank oder so, die ich nicht miteinander verbinden will. Dann kann ich sagen, ich mache jetzt mal die Mitarbeiterdatenbank auf, verändere die Gehälter, mache die wieder zu. Also ich benutze sie, mache sie wieder zu, mache die Buchausleihedatenbank auf, jemand entleiht ein Buch, trage ich ein, mache die wieder zu oder so. Also so der Standardprozess ist, dass ich eine Datenbank aufmache von den verschiedenen, die ich so habe, als jemand, der in so einer größeren Firma arbeitet. Und das ist dann die Datenbank, die ich aufgemacht habe, auf die die nachfolgenden SQL-Befehle angewandt werden. Auf die anderen nicht. Wenn ich die Datenbank nicht mehr benutzen will, mache ich sie zu. So ähnlich, wie man halt eine Verbindung zum Server irgendwie schließt, wenn man damit fertig ist, damit halt nicht zu viele offen sind. Droppen bedeutet, in Datenbank-Sprech immer, irgendwas wird gelöscht. Spätestens auf Datenbankebene will man das meistens nicht, aber manchmal dann doch. Das bedeutet, wenn ich die Datenbank lösche, dass alles, was drin ist, weg ist, alle Indizes, die ich angelegt habe, also Datenstrukturen, die mir helfen, schnell auf bestimmte Attributwerte oder Tupel mit den Attributwerten zugreifen zu können, und auch diese ganzen Systemrelationen, die automatisch quasi angelegt wurden für mich, muss ich mich meistens nicht drum kümmern, die sind dann alle weg. Normalerweise ist es so, dass eine Datenbank, die ich gerade offen habe, dass ich die nicht löschen kann. Normalerweise. Darauf verlassen sollte man sich nicht. Also einfach mal probieren, lieber nicht. Normalerweise sollte es nicht gehen. Normalerweise in den meisten größeren Datenbankmanagementsystemen ist es auch so, dass ich eigentlich keine Datenbank droppen kann, die gerade irgendjemand anders benutzt. Auch da lieber nicht drauf verlassen. Also Drop ist wirklich, ja, es ist halt weg danach. Wie definiere ich so eine Tabelle? Also wenn ich eine Datenbank definiert habe, sage ich einfach nur, die soll so und so heißen und danach, wenn ich die aufgemacht habe, kann ich jetzt in so einer Datenbank Tabellen, also Relationen anlegen. Überraschenderweise heißt das auch Create, also muss man sich nicht viel merken, zum Anlegen immer Create. Create Table in dem Fall heißt, jetzt wird eine Relation angelegt und danach kann ich sagen, wie die heißt, welche Attribute von welchen Typen drin sind und ich kann, ganz wichtig, Integritätsbedingungen für Attribute angeben oder Integritätsbedingungen für die Relation angeben. Gucken wir uns der Reihe nach so ein bisschen an. Also Integritätsbedingungen für Attribute, da kann ich zum Beispiel sagen, die Werte sollen eindeutig sein oder das hier wird der Primärschlüssel sein, damit sage ich automatisch, die Werte sind eindeutig
Oder ich kann sagen, es referenziert irgendwas, also Fremdschlüssel zu sein. Irgendwie habe ich ein Attribut aus einer anderen Relation. In der anderen Relation ist es Fremdschlüssel. Das würde ich hier über dieses Referenzieren angeben und sagen, okay, aus der Tabelle so und so. Manchmal kann ich das Attribut noch angeben. Wenn der Name derselbe ist, dann muss ich es nicht unbedingt. Und ich kann auch tatsächlich andere Bedingungen angeben, die gecheckt werden sollen. So ähnlich, wie wir das eben bei dem Check hatten. Bei diesen Integritätsbedingungen für die ganze Relation kann ich auch wieder sagen, dass irgendwas unique sein soll. Was ist der Primärschlüssel? Kann ich entweder beim Attribut angeben oder ich kann es für die Relation einfach insgesamt angeben. Primärschlüssel ist Attribut X. Oder dieses Referenzen, das kann ich bei dem einzelnen Attribut direkt angeben. Ich könnte es aber auch für die Relation insgesamt angeben, drunter und dann sagen, dann mache ich es halt nicht beim Attribut. Der Fremdschlüssel in dieser Relation hier bezieht sich auf Relation X da. Und ich kann auch für die Relation selbst was checken. Okay, war jetzt immer noch sehr allgemein und nicht besonders spezifisch. Wir haben noch keine Beispiele gesehen. Gibt aber auch noch den Teil, den wir uns anschauen müssen, diesen Action-Teil hier. Sowas wie, wenn ich in der Relation ein Update durchführe oder ein Delete durchführe, kann das ja sein, dass ich das für einen Tupel mache, bei dem es eine Fremdschlüsselausprägung gibt. Da möchte ich halt manchmal sagen, was dann passieren soll. Ob dann, wenn ich quasi einen Attribut, ein Tupel löschen will, was noch eine Fremdschlüsselbeziehung woanders hin zeigt, ob ich das dann tatsächlich löschen darf oder nicht, das muss ich gegebenenfalls angeben. Sind Integritätsbedingungen, die mir in dem Fall verbieten, bestimmte Sachen zu tun oder nicht. Also Default wäre so ein Standardwert für Attribute, hatten wir schon gesehen, bei der Domäne. Ich kann es auch für die Attribute direkt angeben, also nicht nur, wenn ich eine Domäne neu aufmache, sondern wenn ich sage, das Ding hier ist vom Typ Int und der Standardwert soll 0 sein. Also nicht null, sondern 0 oder 10 oder 100 oder so aus irgendeinem Grund. Integritätsbedingungen sind welche, die sich auf einen Tupel, eine Relation beziehen, dann sage ich immer lokal oder gegebenenfalls mehrere Relationen, dann sage ich, es sind globale Sachen. Wenn ich Fremdschlüssel angebe, ist das immer eine globale Integritätsbedingung, weil ich zwei verschiedene Tabellen da dabei habe. Für die Attribute sind das aber meistens lokale Sachen, außer ich gebe halt Fremdschlüssel an. Wenn ich Integritätsbedingungen für Schlüssel habe, die jetzt nicht nur ein Attribut sind, dann mache ich das immer, indem ich das in diesem Relations-Integritätsbedingungsteil mache. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und Primary Key in SQL 92, erst in SQL 92, implizit immer unique und not null. Also für einen Primärschlüssel habe ich nie die Chance, dass ich da einen Nullwert erzeugen kann und die müssen immer eindeutig sein. Also wenn ich Primary Key schreibe, ist immer klar, das Ding hat keine Nullwerte und sind eindeutige Werte. Genau das, was man eigentlich mit der Primärschlüsselvereinbarung verbindet. In SQL 89 war das nicht so. Gucken wir uns ein Beispiel an. Wir wollen eine Tabelle Buch erzeugen in einer irgendwie Buchdatenbank oder Bibliotheksdatenbank und sagen, okay, eine Variante, wie wir es erzeugen könnten. Wir nennen die Tabelle Buch, also die Vereinbarung ist, dass man da eigentlich immer groß schreibt als Bezeichner. In der Tabelle Buch wird es drei Attribute geben. Das eine heißt ISBN, soll 10 Zeichen lang sein, also alte ISBN, und nicht 0 sein. Der Titel darf variabel lang sein, maximal 200 Zeichen, aber ist eben auch irgendein String. Und Verlagsname, auch variabel lang, aber maximal 30 Zeichen und der darf nicht 0 sein. Aus irgendeinem Grund sage ich, Verlagsnamen will ich immer kennen. Titel darf auch leer sein, ne? Also da habe ich nicht ausgeschlossen, dass er null ist. Jetzt habe ich auch noch keinen Primärschlüssel angegeben, nicht so geschickt. Ich könnte es ein bisschen besser machen, wenn ich sage, was ist denn der Primärschlüssel? Na, wahrscheinlich die ISBN. Würde ich es also eher so machen, dass ich eine Variante, dass ich sage, ich benutze die Integritätsbedingungen auf Attributebene, also diese Attributsintegritätsbedingungen, dass ich sage, was ist der Primärschlüssel? ISBN, gebe ich direkt dahinter an. Und bei Verlagsname, vielleicht habe ich noch die Verlage-Relation, sage ich, Verlagsname ist aber ein Fremdschlüssel bezüglich Verlage. Verlagsname bräuchte ich dann nicht nochmal hinschreiben, wenn das Attribut da genauso heißt. Ein Grau deswegen. Ich kann es mit hinschreiben, muss ich aber nicht, wenn der Attributsname derselbe ist. Das wäre die Variante, dass ich pro Attribut die Integritätsbedingungen hinschreibe. Wenn ich das für die Relation insgesamt machen will, mache ich es eben so ähnlich wie hier oben und sage, okay, ich habe eine ISBN, die ist 10 Zeichen lang, ein Titel, der ist variabel lang, bis 200 und ein Verlagsname, variabel lang, 30. Den darf ich auf jeden Fall nicht null setzen.
Und Primary Key ist ISBN und Foreign Key ist Verlagsname bezüglich der Verlagsrelation. Und hier habe ich aber gesagt, den darf ich auch nie leer lassen. Mit Foreign Key habe ich das noch nicht ausgeschlossen. Aber mit dieser auf Relationsebene angegebenen Integritätsbedingungen hat man es manchmal leichter lesbar, weil die dann einfach unten drunter alle kommen, ne, und nicht hier so mittendrin irgendwo stehen. Normalerweise, wenn man das so erzeugt, ist das, weiß nicht, wenn man so eine Kommandozeile beispielsweise macht, ja nicht so schön hervorgehoben wie hier, aber dann würde man sagen, okay, die stehen alle hier drunter, könnte man sich dann sozusagen geblockt durchlesen, die Integritätsbedingungen. Aber sowas wie not null für ein einzelnes Attribut schreibe ich also immer an das einzelne Attribut eigentlich dran. Ich könnte jetzt nur sagen, ich habe noch irgendwie eine Relation Buchversionen, weil ich zu einem Buch vielleicht verschiedene Auflagen habe und die möchte ich voneinander trennen oder so, in einer anderen Tabelle jetzt. Ich habe aber auch vielleicht die Buchtabelle noch. In der Buchversionen-Tabelle habe ich eine ISBN und gebe hier unten an, ISBN ist Fremdschlüssel, referenziert die ISBN ein Buch. Hier habe ich es mal mit hingeschrieben. Außerdem gebe ich eine Auflage an. Auflagen sind meistens nicht besonders groß, deswegen small int. Und ich überprüfe aber, ob es eine positive Nummer ist. Also nullte Auflage gibt es nicht, gibt nur Auflage 1, 2, 3 und so weiter. Deswegen habe ich hier so einen Check beispielsweise dahinter. Das Jahr soll das Erscheinungsjahr sein. Da will ich checken, keine Ahnung, ich will in meiner Datenbank keine alten Bücher haben. Das soll irgendwo zwischen 1800 und 2023 liegen. Also nicht zu alt sein. Seitenzahlen will ich vielleicht angeben, wird wieder ein Integer sein, könnte wahrscheinlich auch ein Smallint sein, kommt darauf an, was ich für Bücher habe, was ich voraussehe, was ich für Bücher haben werde, will ich Seitenzahlen angeben und nur überprüfe, wenn ich also ein Tupel eingebe, dass die Seitenanzahl größer 0 ist, sonst ist es kein Buch. Und irgendwie einen Preis, da habe ich eine gewisse Genauigkeit angegeben, 8 Stellen vor dem Komma, 2 danach oder sowas. Ich will aber, dass es höchstens 250 Euro kostet. Ja, das Zeichen hier geht wahrscheinlich in SQL gar nicht, muss ich mir auch mal aufschreiben, eine Kurzschreibweise. Und ich sage dann, Primary Key ist jetzt hier aus zwei Attributen zusammengesetzt, ISBN und Auflage, also beides zusammen. Das Buch, wenn es in einer neuen Auflage kommt, hat vielleicht dieselbe ISBN, deswegen brauche ich beide zusammen als Primärschlüssel. Und ich überprüfe noch, beziehungsweise gebe an, dass ISBN aber ein Fremdschlüssel ist bezüglich der Buchrelation, die ich eben auf der Folie vorher in irgendeiner Form hier erzeugt hatte. Außerdem will ich noch irgendwie einen Check, wann immer ich einen Tupel einfüge, durchführen. Vielleicht ist das irgendwie meine Bibliothek von meiner Firma, die sagt, okay, guck mal bitte, summier mal bitte alle Preise über alle Buchversionen hinweg. Habe ich überhaupt genug Budget dafür gehabt? Oder wer, am Ende könnte ich dann fragen, nee, hier in dem Fall überprüfe ich, ob ich genug Budget hatte, sonst kann ich es nicht einfügen. Wenn jemand ein neues Buch kaufen wollte, was zu teuer war, was das Budget überschreitet, dann kriege ich vielleicht eine Warnung oder sowas. Aber hier in dem Fall wird es einfach nicht eingefügt, weil ich die Checkklausel so hingeschrieben habe, dass einfach überprüft wird, ob das Budget noch ausgereicht hat, wenn ich das in irgendeiner Arbeitsgruppenrelation beispielsweise habe. Also so könnte ich verschiedene Arten von Integritätsbedingungen hinschreiben, also einmal auf Attributebene oder auf ganze Relationebene. Oft bietet es sich an, dass man den Primärschlüssel auf Relationebene angibt, weil es manchmal tatsächlich so ist, dass man mehrere Attribute zusammenfügt. Das geht dann halt hier schlecht. Und es gibt natürlich auch Integritätsbedingungen, die ich irgendwie auf Relationebene nur überprüfen kann, die also nicht so ein einfacher Check auf einem einzelnen Attribut sind. Frage? Das hier, das ist ein Check, der überprüft, ob die Preise, die ich in meinen Buchversionen habe, also ob alle Preise, die ich hier angegeben habe, immer noch kleiner sind als das Budget, was ich in der Arbeitsgruppe hinterlegt habe. Also angenommen, jede Arbeitsgruppe hat irgendein Bibliotheksbudget, jetzt füge ich ein neues Buch ein und frage, ist das denn immer noch kleiner als die Summe, die ich dieses Jahr als Budget hatte? Es ist einfach ein ausgedachter Check, aber das ist ein Check, das sind nicht zwei, das ist ein Check. Man immer. Nee, es löscht nicht. Das ist ein Check, den ich beim Einfügen mache. Wenn ich ein neues Tupel einfügen will, muss ich für das einen Preis angeben. Also für ein neues Buch muss ich einen Preis angeben, für eine neue Buchauflage. Und dann checkt es, ob das noch im Budget ist und sagt ansonsten, nee, kann man gar nicht einfügen. Ich gehe davon aus, dass das Buch noch nicht gekauft wurde und verbiete es sozusagen, das Einfügen. Aber wenn wir doch von einer Summe ausgehen,
Die Summe ist ja dieselbe. Ob Sie es von vorne oder von hinten aufsummieren, ist ja egal. Ja, aber dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass nicht unbedingt die Bücher in der Tabelle landen, die man sich vielleicht gewünscht hat. Okay, Sie sagen, Sie haben, okay, Sie wollen Bücher der Reihe nach einfügen, das wird von oben nach unten. Also das Erste, was Sie einfügen, wird als Erstes eingefügt, dann das Zweite, dann das Dritte, dann das Vierte und irgendwann ist das Budget überschritten, dann sagt das Ding, das IT-Buch kann ich nicht mehr einfügen. Also wenn Sie das in der Reihe nach machen, meinten Sie das? Also ich habe ja in der Tabelle aber eigentlich zum bestimmten Zeitpunkt Bücher drin und wenn jetzt ein neues eingefügt wird, dann wird überprüft, ob das Budget überschritten ist, hier an der Stelle. Das ist auch wieder, das ist jetzt keine besonders sinnvolle Check. Bedingungen. Aber als Beispiel, wie man sie hinschreiben würde. Die müssen Sie nicht jedes Mal hinschreiben, aber ich habe einfach irgendeine hingeschrieben. Aber das wird immer für das Tupel überprüft, was dann jetzt gerade eingefügt wird. Okay. Und die Tupel fügt man der Reihe nach ein. Ja. Also wenn man so eine Tabelle dann befüllen möchte, dann macht man das der Reihe nach. Eins nach dem anderen sozusagen. Hatten Sie noch eine Frage? Ja, man wird meistens eine Rückmeldung kriegen, wie konnte ich nicht einfügen. Ja. Also so ähnlich wie ein Compiler-Fehler oder so, und sagt er dann, ging nicht. Wenn man Glück hat, kriegt man noch die Checkbedingung zurückgeliefert, die nicht erfüllt war. Worüber wir jetzt hier noch nicht sprechen und wahrscheinlich auch in der Vorlesung gar nicht sprechen, sind sowas wie Trigger oder so, dass ich sage, wenn irgendwas nicht erfüllt ist, dann schickt bitte Chef XY eine E-Mail, dass da jemand ein Buch kaufen wollte und der soll jetzt eine Abmahnung kriegen oder so. Das steht jetzt hier noch gar nicht drin. Könnte man aber so, Trigger sind sowas ähnliches wie so eine Checkbedingung, dass ich sage, wenn irgendwas passiert, beispielsweise Budgetüberschreitung, lass das Buch noch einfügen, aber sag mir Bescheid und ich kann dann schauen, ob ich, keine Ahnung, jemanden aus der Firma rausschmeiße oder so. Aber so ein einfacher Check, der würde erstmal hier an der Stelle sagen, nee, Budget ist erschöpft, kannst du nicht einfügen. Und wenn das Buch aber schon vor mir liegt, weil ich es schon gekauft habe, habe ich dann irgendwie ein Problem. Ja, das kann ich halt nicht abscannen gerade oder so. Dann muss ich sehen, wie ich es hinkriege. Muss ich halt vielleicht das Budget erhöhen oder so. Okay. Aber hier in dem, so wie es jetzt hingeschrieben ist, passieren keine, also Trigger würde man das im Datenbanksprech nennen, passieren keine Folgeoperationen, sondern einfach erstmal, nö, geht nicht. Okay. Wenn ich Relationen definiere, dann kann ich in diesem Action-Teil auch noch sagen, was passieren soll, wenn ich irgendwie was update oder was delete. Also wichtig vor allem für das Ändern von Primärschlüsselwerten. Also wenn ich zum Beispiel in der Buchtabelle sage, oh, ich habe mich vertippt für die ISBN von dem Buch, die 1 ist eigentlich eine 2 gewesen oder so, ich möchte diesen Attributwert ändern, dann weiß das System ja aber, das ist ein Primärschlüssel. Könnte jetzt sein, dass ich den schon irgendwo anders referenziert habe, zum Beispiel in dieser Buchversion-Tabelle. Wenn ich jetzt also in der Tabelle Buch den Primärschlüssel von einem Buch verändern möchte, die ISBN, hätte das womöglich Auswirkungen auf irgendwelche Auflagen in dieser Buchversion-Tabelle. Also hier hatten wir Buchversion. Die ISBN war Foreign Key bezüglich Buch. Wenn ich also in der Buchrelation eine ISBN ändere, könnte es sein, dass das Tupel betrifft, die in der Buchversion-Tabelle stehen. Und deswegen muss ich eigentlich bei solchen Erzeugungen von dieser Tabelle Buch oder hier, müsste ich eigentlich noch sagen, was passiert denn, wenn ich ISBN updaten will, die Primärschlüssel ist. Und das ist so ein Action-Typ, den ich on-update oder on-delete machen kann. Also wenn ich den Wert verändern möchte oder wenn ich gar einen Tupel löschen möchte. Was soll dann passieren? Besonders wichtig, wenn es Schlüsselattribute sind. Bei allen anderen ist es eigentlich nicht so wichtig. Aber bei Schlüsselattributen, wenn ich deren Wert ändere, könnte es sein, dass irgendwo Fremdschlüssel ist. Dann müsste ich da überlegen, was ich da machen will. Sollen die Tupel dann auch gelöscht werden oder soll der Wert dann auf Null gesetzt werden von dem Fremdschlüssel oder so? Das sind verschiedene Sachen, die ich mir überlegen kann. Also Cascade würde sowas bedeuten wie, wenn ich das eine lösche, will ich die anderen auch löschen. Set Null, relativ sprechend, ich setze es halt einfach auf Null. Set Default, vielleicht gibt es einen Default-Wert, gebe ich den halt an. Ob das sinnvoll ist, ist vielleicht dann auch dahingestellt. Oder Restrict, da sage ich, geht halt nicht. Also darfst du nicht löschen, aus irgendwelchen Gründen. Das ist der Standard. Wenn ich nichts angebe, also wie hier in dem Teil oder auch hier in dem Teil, wenn ich nichts angebe, wird einfach restrikt gesagt und wenn ich dann so eine Fremdschlüsselbeziehung habe und irgendwas ändern oder löschen will, ist der Standard, nö, geht nicht. Deswegen denkt man sich meistens vorher schon aus, was denn die anderen Optionen werden. Naja,
Cascade ist also, dass ich sage, wenn ich da irgendwie was update und das ist woanders Fremdschlüssel, dann muss ich halt dafür sorgen, dass an der Stelle, wo der Fremdschlüssel dann genommen wurde, einfach auch der neue Wert steht. Nicht ganz so schlimm. Also den Wert, den ich hier geändert habe, den schreibe ich dann auch hier, hier und hier. Ist halt ein bisschen mehr Aufwand, als nur an einer Stelle zu ändern. Wenn ich das onDelete mache, dann bedeutet Cascade, ja, wenn ich das eine Tupel lösche, wo diese Schlüsselausprägung drin war, werden auch alle gelöscht, die sich auf dieses Ding als Fremdschlüssel bezogen haben. Sind dann weg. SetNull oder SetDefault sind dann entsprechend, ja, wenn ich da irgendwie beim Update was geändert habe, wird an einer anderen Stelle null gesetzt. Vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll wie Cascade on Update. Manchmal aber vielleicht genau das, was man will. Oder SetDefault, also wenn ich irgendwo was update, dann setze ich dann an der anderen Stelle nicht diesen Fremdschlüsselbezogenen Wert auf den neue Attributausprägung, sondern ich setze da plötzlich den Default-Wert ein. Meistens auch nicht das, was man will, manchmal aber eben genau das. Spätestens beim Löschen will man vielleicht lieber nicht cascaden, sondern oft sowas sagen wie, ja, da ist halt jetzt ein Nullwert oder ich setze den Default-Schlüsselwert ein oder so. Restrict ist so, wie gesagt, der Standard. Wenn man gar nichts angibt, ist immer alles auf Restrict gesetzt. Dann bekomme ich einfach eine Fehlermeldung, wenn ich den Primärschlüsselwert ändern will und es da jemanden gibt, der drauf verweist, bekomme ich eine Fehlermeldung und sagt, geht halt gerade nicht. Gibt es noch jemanden, der drauf verweist? Dann muss ich mir überlegen, ob ich erst den Verweis raussuche und da vielleicht irgendwas ändere oder ja, halt ansonsten keine Chance. Wenn ich in Relationen was ändern möchte, könnte ich ja sagen, ach, mir ist jetzt aufgefallen, ich brauche ein neues Attribut oder so, hatte ich am Anfang nicht dran gedacht. Oder ich möchte irgendwie ein Attribut modifizieren, zum Beispiel, das soll jetzt kein Int mehr sein, sondern ein Small Int. Ich habe festgestellt, die Bücher sind alle dünn, die ich habe, da brauche ich keine Integer-Werte für Seitenzahlen, sondern Small Ints, reicht mir ein Speicherplatz. Oder bestimmte Attribute sollen weg. Oder ich möchte irgendwelche Integritätsbedingungen dazufügen, das geht mit dem reservierten Wort oder mit den zwei reservierten Wort Alter Table, also ich möchte irgendwas verändern und danach gebe ich natürlich an, welche ich verändern möchte. Also bestehende Relationen kann ich auch ändern. Wenn ich mich vertippt habe zum Beispiel, kann ich das schnell noch ändern oder wenn ich 10 Jahre später feststelle, das Attribut, was ich da die ganze Zeit benutzt habe, ist sehr speicheraufwendig, ich habe das alles als Blobs gehabt oder so, brauche ich nicht, da können Int-Werte rein, dann könnte ich das einfach noch ändern. Oder neue Integritätsbedingungen oder Integritätsbedingungen, die ich ändern möchte, sind mir aufgefallen. Also zum Beispiel könnte ich sowas sagen wie, oh, ich habe jetzt plötzlich einen neuen Fremdschlüssel, also ich habe ein Attribut hinzugefügt, dann habe ich auch einen neuen Fremdschlüssel-Constraint oder sowas. Oder ich möchte irgendwie sagen, irgendwas soll jetzt doch unique sein, da habe ich vorher nicht dran gedacht, war vorher nicht unique. Oder irgendwelche Constraints, die ich dazu hinzufüge und sage, ja, ein neues Check-Ding, was bitte noch für die Tabelle dazukommen soll. Ansonsten kann ich Tabellen auch ganz massiv ändern, indem ich sie einfach lösche. Also so ähnlich wie Drop Database kann ich auch Drop Table machen. Meistens nicht das, was man will, weil alles ist weg. Also speziell auch alle Daten, die drin waren, die Indexe, die angelegt wurden, um schnell auf Tupel mit bestimmten Attributausprägungen zugreifen zu können, sind weg. Und alle Constraints, die ich mal angegeben habe, sind dann auch weg. Und im Prinzip all das, was ich mit der Relation verbunden hat, ist danach aus der Datenbank weg. Ich kann immer nur aus der aktuellen Datenbank Tabellen löschen. Also die Datenbank, die aktuell ist, kann ich nicht insgesamt löschen, aber ich kann auch nur Relationen, Tabellen aus der aktuellen Datenbank löschen. Muss ich sie also erst aufmachen. Ein bisschen sinnvoll, sodass man sagt, ja, wenigstens kann ich keinen Unsinn auf dem anderen Rest machen. Es gibt ein paar Relationen, die nicht gedroptabled werden können, nicht ganz einfach. Zumindest nicht einfach so mit Droptable. Das sind die, die automatisch angelegt wurden mit den Systeminformationen. Die kann ich nicht einfach löschen. So, ich kann wieder sprechen. Was es auch noch gibt, ist ein kleiner Überblick für Sie als Hilfe, welche Befehle oder Datendefinitionsbefehle mit welchen Teilen einer Datenbank überhaupt funktionieren. Also Create geht mit allem. Es gibt Datenbanken, die kann ich erzeugen, Tabellen, die kann ich erzeugen, das hatten wir uns bis jetzt angeschaut. Ich kann Indexe, Sichten, Synonyme, Schemata erzeugen, haben wir uns gar nicht angeschaut, braucht man im Normalen nicht. Aber ein Index erzeugen macht halt Sinn, wenn man sagt, das ist jetzt kein Primärschlüsselattribut, aber ich greife trotzdem häufig mit Anfragen auf bestimmte Attributwerte dieses Attributs zu. Da möchte ich gerne eine Datenstruktur haben, die diese Zugriffe beschleunigt.
Dann könnte ich einen Index dafür erzeugen. Oder eine Sicht erzeugen, dass ich sage, beispielsweise das, was wir vorhin gesehen haben, ich habe zu der einen Personalnummer gar nicht gesehen, wo der Mensch wohnt. Da hatte ich gar nicht in meiner Mitarbeiterrelation. Das könnte eine Sicht gewesen sein. Die kann ich auch mit Create erzeugen und dann eben sagen, bestimmte Personen mit bestimmten Zugriffsrechten dürfen gar nicht alle Mitarbeiter in der Mitarbeiterrelation sehen, sondern halt nur die unwichtigen oder so. Ändern kann ich keine Datenbank, deswegen hier kein Punkt, aber ich kann Tabellen ändern, Indexe ändern. Also wenn ich sage, für den Index, den ich da irgendwann mal als Datenstruktur X angelegt habe, will ich jetzt irgendwas Besseres haben, dann kann ich den Index ändern und sagen, ah, bitte benutze mal eine andere Datenstruktur. Tabellen kann ich schließen, den Rest nicht. Droppen kann ich fast alles außer ein Schema, also muss man trotzdem vorsichtig sein. Drop führt halt immer dazu, dass es weg ist. Und benutzen kann ich Datenbanken. Implizit, wenn ich eine Datenbank benutze, benutze ich natürlich auch das Zeug, was da drin ist, aber ich muss nicht explizit nochmal sagen, use Table X aus der Datenbank. Sondern wenn ich die Datenbank benutze, also use Database so und so angegeben habe, dann sind automatisch alle Tabellen zugriffsberechtigt, auf die ich zugreifen kann. Jetzt haben wir Datenbanken erzeugt und irgendwie Relationen erzeugt, also Tabellen erzeugt, aber da steht noch nichts drin. Müssen wir irgendwie noch Tupel einfügen und ändern können, aber das geht so ähnlich. Gibt es ein reserviertes Wort, insert, oder wieder eine reservierte Phrase, insert into. Wenn ich sage, ich möchte irgendwie ein Tupel einfügen in eine Tabelle, dann mache ich das mit diesem insert into, und indem ich noch sage, in welche Tabelle, die muss es natürlich vorher geben. Es gibt zwei Arten, wie ich das machen kann. Oder eigentlich gibt es drei Arten. Ich kann vollständige oder unvollständige Tupel einfügen. Das sind erstmal zwei Arten und dann kann ich bei jedem noch so ein bisschen überlegen, wie ich es mache. Ich könnte zum Beispiel direkt über einen Select from Where-Block aus einer anderen Tabelle alles einfügen, irgendwie kopieren sozusagen. Oder ich kann die Werte direkt angeben. Wichtig, die Tabelle, die Relation hat gegebenenfalls Integritätsbedingungen. Wenn ich was einfüge, dann müssen alle einzufügenden Werte diese Integritätsbedingungen erfüllen. Das ist so eine Art Transaktionskonzept, wenn ich jetzt Dinge in eine Tabelle einfüge und irgendeins davon schlägt bei der Integritätsbedingung fehl, dann ist so die Standardidee, dass gar nichts davon eingefügt wird. Also dass von den Sachen, die ich probieren wollte, auch nicht bis zu der Stelle hin, wo der Fehler kam, irgendwas passiert, sondern alles wird zurückgefahren. Dann könnte ich überlegen, woran es lag. Also vielleicht kriege ich eine Fehlermeldung, die mir sagt, welches Tupel die Integritätsbedingung verletzt hat, und dann kann ich das gegebenenfalls weglassen und nochmal neu probieren. Aber es ist die Grundidee nicht, ich mache alles bis zu dem Fehler hin und der Rest wird dann nicht ausgeführt, sondern das, was ich davor gemacht habe, wird auch nicht gemacht. Ich kann einmal versuchen, die Attributnamen anzugeben, indem ich halt sage, vielleicht gebe ich die Tupel in einer anderen Reihenfolge an, dann muss ich halt sagen, welcher Attributname passt zu welchem Wert, den ich angebe. Das ist so diese zweite Variante. Dann gebe ich also die Attributnamen an und das, wo ich nichts angebe, da wird automatisch null gesetzt, wird überprüft, ob das geht. Und dann sagt es mir gegebenenfalls, da kann ich gar nicht null einfügen. Dann stelle ich fest, okay, das Attribut hätte ich auch angeben müssen und Werte dafür angeben müssen. Oder ich gebe keine Attributnamen an, dann muss ich aber die Reihenfolge einhalten. Also es ist so convenience-mäßig, dass ich sage, ich gebe die Attributnamen gar nicht an, sondern das erste entspricht dem ersten Attribut der Relation. Der zweite Wert, den ich eingebe, soll für das zweite Attribut genommen werden, der dritte für das dritte und so weiter. Dann brauche ich die Attributnamen nicht anzugeben, wenn ich es in der richtigen Reihenfolge sozusagen mache. Aber im Prinzip ist das die Reihenfolge, die in dieser SysColumns-Relation steht. Die wird automatisch angelegt, wenn ich so eine Tabelle anlege. Das ist was ich nicht mit Droptable direkt löschen kann. Da steht halt drin, welche Spalten gibt es in welcher Relation, und das ist in der Reihenfolge, in der ich sie beim Erzeugen der Tabelle hingeschrieben hatte. Also angenommen, wir haben sowas hier, Relationenschemata, Kursgebühr für irgendwelche, was weiß ich, Volkshochschulkurse oder so. Die haben eine Nummer, eine Angebotsnummer, eine Kursnummer. In dieser Kursgebührrelation gibt es noch eine Teilnehmernummer und die Gebühr, die da jemand bezahlen soll. Die angebotenen Kurse selbst, die haben eine Angebotsnummer und eine Kursnummer. Vielleicht gibt es zu der Kursnummer das Ding halt ein-, zweimal, drei Wochen hintereinander oder so. Zu einem bestimmten Datum durchgeführt und an einem bestimmten Ort. Und jetzt weiß ich noch, wer nimmt an welchem Kurs teil. Also nimmt teil, die Relation hat eine Angebotsnummer, eine Kursnummer und eine Teilnehmernummer. Teilnehmernummer bezieht sich natürlich hier auf dieses Kursgebühr-Ding wieder. Und die Angebotsnummer, Kursnummer bezieht sich auf Kursgebühr und eben auch auf Angebot. Diese sollen immer einander entsprechen. Angenommen, jetzt bucht jemand einen neuen Kurs, also
Teilnehmer mit Teilnehmernummer 200 soll jetzt für Kurs G08 und Angebotsnummer 1, also das erste Mal, dass Kurs G08 durchgeführt wird, in die Kursgebührrelation aufgenommen werden. Ich weiß aber noch nicht, was der zahlen soll. Muss ich natürlich davon ausgehen, dass Gebühr auch null sein darf. Ist ja aber zumindest kein Schlüssel mit. Insofern, oder wahrscheinlich kein Schlüssel. Insofern könnte ich das machen. Auf zwei Arten. Ich könnte einmal sagen, ich möchte bitte in Kursgebühr einfügen, also insert into Kursgebühr, und zwar folgende Werte, so ein Tupel 1 für Angebotsnummer, G08 für Kursnummer, 200 für Teilnehmernummer und null für den Wert der Gebühr. Implizit wird jetzt angenommen, dass das hier die Angebotsnummer ist, weil es als erstes in Kursgebühr steht, G08 die Kursnummer ist, weil es als zweites dasteht, 200 die Teilnehmernummer ist, weil es als drittes dasteht und null die Kursgebühr ist, weil es als viertes dasteht. Also die Reihenfolge hier, die ich hier hinschreibe, wird auf die Reihenfolge übertragen, steht jetzt hier zwar als Menge, aber gehen wir davon aus, dass es eine Reihenfolge haben soll. Das war die, die ich angegeben hatte. Hier gebe ich die Attribute nicht explizit an, ich kann es aber auch explizit anfügen und sagen, bitte in Kursgebühr einfügen, und zwar habe ich jetzt nur drei Sachen. Ich gebe dir eine Angebotsnummer, eine Kursnummer und eine Teilnehmernummer. Kursgebühr nicht oder die Gebühr halt nicht. Und zwar in der Reihenfolge Wert 1, G08, 200. Ich hätte auch sagen können, Teilnehmernummer, Angebotsnummer, Kursnummer, 200, 1, G08 hätte ich auch machen können. Dann wird es automatisch gemappt. Die Reihenfolge hier muss nicht die Reihenfolge sein. Ich habe aber hier eins weggelassen. Implizit wird dafür dann null gesetzt. Also ich habe die Kursgebühr noch nicht setzen können. Musste ich aber hier nicht mit hinschreiben. Dafür habe ich halt hier die Reihe nach hingeschrieben. Ich könnte sagen, in der Angebotsrelation möchte ich bitte ein neues Kursangebot haben. G08 wird zum dritten Mal durchgeführt am 15. März 1991, das ist schon eine Weile her, aus irgendeinem alten Buch das Beispiel, und zwar in Ulm. Dann füge ich in Angebot also Values ein, und zwar Angebotsnummer ist 3. Ich habe jetzt hier nicht die Attribute benannt, deswegen gehe ich wieder davon aus, dass diese Reihenfolge hier ist, die auch hier tatsächlich die Reihenfolge war, mit der ich die Relation deklariert habe oder erzeugt habe. 3 wird Angebotsnummer, G08 wird Kursnummer, das Datum ist diese umgekehrte Datumsnotation, wird das Datum und Ulm, habe ich halt aus irgendeinem Grund groß geschrieben, ist der Ort. Ich hätte es auch klein schreiben können. Ich könnte sagen, was ist denn, wenn die Kursgebühr noch leer ist? Also ich habe noch irgendwie keine Kursgebühren verbucht, dann füll doch mal bitte als erstes, ohne dass ich die Gebühren schon festlege, füll doch mal bitte alle Leute, die in der Teilnahme, in dieser Nimmteilrelation stehen, in diese Kursgebühr bitte auf. Also hier habe ich Angebot, Nummer, Kursnummer und Teilnehmernummer. Das Einzige, was hier dazu kommt, ist die Kursgebühr. Vielleicht ein bisschen eine hässliche Datenbank auch, wo ich hier in dem Schema quasi alles drinstehen habe wie hier. Nur hier kommt die Gebühr noch dazu. Aber aus didaktischen Gründen lässt sich jetzt leicht dieses Select da unten einbauen. Wir nehmen einfach mal an, dass alles, was ich in dem Teil stehen habe, jetzt plötzlich eine Kursgebühr bezahlen soll demnächst. Ich weiß noch nicht welche, aber nimm bitte mal alle Leute, die hier irgendwo drin stehen, hier rein auf. Selekte ich einfach alles aus einem Teil und sage, füg das bitte als Angebotsnummer, Kursnummer und Teilnehmernummer in der Reihenfolge, genauso wie es hier sozusagen zurückkommt, füg es in der Reihenfolge bitte einfach in die Kursgebühr ein. Automatisch sind die Kursgebühren selbst, also dieses Attribut Gebühr, null. Ich habe eingefügt und die sind alle null. Ich kann jetzt trotzdem noch keine Kursgebühren abbuchen. Besonders geschickt ist das nicht. Also nochmal der Hinweis, all das, was hier steht, habe ich hier nochmal stehen, nicht so schön. Aus rein formaler Sicht. Kommen wir vielleicht nächste Woche nochmal dazu, wenn wir über Normalformen reden von Datenbanken, dass sowas gegebenenfalls ungünstig ist. Sie erinnern sich an sowas wie Update-Anomalien oder so. Wenn ich die Teilnehmernummer in der einen Tabelle ändere, muss ich es jetzt auch in der anderen ändern, will man vielleicht nicht jedes Mal machen müssen. Wie lösche ich Tupel? Nicht mit Drop, sondern mit Delete. Also Drop ist nur, damit man es gar nicht verwechseln kann. Delete ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn ich mal einen Tupel gelöscht habe. Nicht so schlimm, kann ich wieder erzeugen. Wenn ich eine Tabelle komplett gelöscht habe, kann ich meistens nicht so schnell wieder erzeugen. Delete, ich sage Delete from where, also nicht in diesem Select from where, aber es sieht so ähnlich aus. Delete from where, nicht Select from where. Also Delete meine ich meistens alles. Aus welcher Tabelle soll gelöscht werden und ich kann noch eine Bedingung angeben. Vielleicht will ich nur Sachen löschen, die, keine Ahnung, zu einem bestimmten Datum erzeugt wurden oder so. Also ich lösche alle Tupel aus der Tabelle, die die Bedingung erfüllen.
Gegebenenfalls bleibt die leere Relation zurück, wenn ich alle gelöscht habe, also wenn ich keine Bedingung angegeben habe, sondern einfach Delete from Table oder so, dann bleibt die leere Relation als Eintrag übrig. Dann habe ich die Tabelle nicht gelöscht, aber ich habe vielleicht alle Tupel rausgelöscht. Ist was anderes, als die komplette Tabelle zu droppen, weil ich jetzt immer noch erstmal die Attributbezeichner übrig behalten habe und auch die Reihenfolge, in der die da sind. Aber ich habe einfach alle Tupel, die in der Tabelle sind, entfernt. Angenommen, ich habe sowas hier wie Angebot und nimm teil. Jetzt will ich alle Tupel aus nimm teil löschen. Ja, nichts leichter als das. Delete from nimm teil. Zack, sind die weg. Nimm teil gibt es immer noch als Relation, aber es steht niemand mehr drin. Also alle, wer irgendwann einen Kurs gemacht hatte, ist jetzt weg. Wenn ich sage, bitte in der nimm teil Relation alles löschen, alle Kurse löschen, die vor dem 1. März 1990 stattgefunden haben, weil es jetzt wirklich zu lang her ist, dann sage ich aus nimm teil, delete from nimm teil, bitte löschen. Und zwar jetzt nur die Tupel, Angebotsnummern, Kursnummern, bei denen nur die Tupel löschen, bei denen Angebotsnummer, Kursnummer enthalten sind in dem Ding, was ich hier zurückbekomme. Also ich kann so ein Select from where da reinschachteln, Angebotsnummern und Kursnummern auswählen aus der Angebotsrelation, wobei das Datum vor 1990, 1. März liegt. Dann bekomme ich also Angebotskursnummern, Tupel zurück und alle die, die ich zurückbekomme, lösche ich jetzt in nimm teil, weil ich das nicht mehr haben will. Interessiert mich nicht, Leute, die vor über 30 Jahren teilgenommen haben, brauche ich nicht mehr. Datenschutzgrundverordnung oder so vielleicht, keine Ahnung. Also das geht ziemlich leicht. Ich kann auch in diesen where, in diese where-Klausel hier beim Delete wieder ein Select from where reinschachteln. Und in das Select from where könnte ich auch wieder Select from where reinschachteln. Also beliebig komplex werden. Wenn ich ein Tupel ändern möchte, heißt die Syntax update und kann das mit set setten, also so ähnlich wie es in vielen objektorientierten Sprachen Getter und Setter gibt, gibt es halt jetzt hier so dieses reservierte Wort set. Angenommen, ich habe sowas wie Kursgebühr und Standardgebühr und sage jetzt, okay, falls in der Kursgebühr irgendjemand eine Gebühr stehen hatte und vielleicht hat er die noch nicht überwiesen, Inflation schlägt zu, soll alles mal um 10% erhöht werden, was in Kursgebühren drin stand. Ja, dann nichts leichter als das wieder. Update Kursgebühr und ich sage, Gebühr soll jetzt bitte Gebühr mal 1,1 sein, 10% erhöht. Die Leute, die noch nicht überwiesen hatten, hatten Pech, müssen jetzt mehr bezahlen. Also ich kann direkt auch wieder mit solchen Rechenregeln beispielsweise rechnen, so wie man es hoffentlich auch gewöhnt wäre. Ich kann auch sagen, bitte nur die Gebühren von denen erhöhen, die eine zu hohe Teilnehmernummer haben, also die letzten, die dazugekommen sind, alle mit Teilnehmernummern Größe 150, die sollen jetzt 10% mehr zahlen. Dann habe ich also hier noch so einen Where-Block dabei, eine Where-Klausel dabei. Update Kursgebühr, 10% erhöhen, aber nur bei denen, wo die Teilnehmernummer Größe 150 ist. Stammkunden mit kleinen Teilnehmernummern lassen wir mal außen vor oder so. Ich könnte auch sagen, alle Sachen, die bei Gebühr noch nicht gesetzt sind, weil ich vielleicht irgendwie aus nimm teil vorhin rein übernommen habe, und waren die Gebühren alle null, die setze ich bitte mal auf die Standardgebühr. Die steht jetzt hier in dieser Standardgebühr drin. Was ist so die Standardgebühr für so einen Kurs, für jemanden, der jetzt nicht irgendwelche besonderen anderen Attribute hat? Dann könnte ich sagen, bitte Kursgebühr updaten. Also in Kursgebühr kann ich auch das sozusagen mit K wieder referenzieren. Und ich möchte die Kursgebühr Gebühr setzen, wenn sie null ist, und zwar auf einen bestimmten Wert, den muss ich dann gleich noch selecten, aber ich möchte sie nur setzen, wenn sie null ist. Für Werte, wo schon die Gebühr gesetzt ist, da möchte ich nichts verändern. Okay, ich möchte sie also nur setzen für die noch nichts dasteht. Und wenn nichts dasteht, möchte ich die Standardgebühr auswählen aus dieser Standardgebührrelation für die entsprechende Kursnummer. Also nehme ich die Gebühr aus der Standardgebühr, bei denen die Kursnummern übereinstimmen. Also K-Kursnummer und S-Kursnummer sollen dieselben sein. Und das mache ich aber nur, wenn die Gebühr hier außen bis jetzt noch nicht gesetzt war. Also auch in dem Setter, in dem Set-Block kann ich über so ein Select from where dann tatsächlich Werte auswählen. Hier muss ich wieder Erinnerungen dran denken, wenn ich sowas mit einem Gleichheitsvergleich überprüfe, dann muss dieses Select from where tatsächlich nur einen Wert zurückliefern. Wenn das ein Tupel zurückliefert, habe ich hier ein Problem. Also das geht nur, wenn ich mir sicher bin, dass das hier einen skalaren Wert sozusagen zurückliefert. Ah, gut, habe ich nochmal als Hinweis hier stehen, falls ich es vergessen hätte zu sagen.